haben wir ja zwei kleine Ankündigungen oder kleine, sind schon große und wichtige Ankündigungen für den ein oder anderen Spieler. Und zwar haben wir zwei Produkte, die wir schon wussten, dass sie rauskommen, nur wussten noch nicht, wann sie rauskommen. Und zwar haben wir einmal Innistrad Double Feature. Marc, wenn du jemanden Innistrad Double Feature erklären müsstest, wie würdest du es sagen? Das ist das viel zu frühe, und zwar wirklich viel zu frühe Timespy Remastered für Innistrad. Weil das ist das, was sie normalerweise in 10 Jahren hätten rausbringen sollen für Innistrad, Midnight Hunt und Crimson Vow. Weil sie halt hingehen und sagen, okay, das ist ein Draft-Set mit den besten Karten daraus und es ist voll auf Draft ausgelegt. Ja, es ist halt so ein bisschen quasi Block-Draft, könnte man das, glaube ich, ganz lose vergleichen vielleicht. Aber sie haben ja Karten rausgenommen. Also es ist ja nicht so, dass das zwei einfach beide Sets zusammen sind. Sondern sie haben es wirklich angepasst an ein positives Draft-Erlebnis. Doppelte Karten rausgenommen, Karten, die was Ähnliches tun, die bessere Karte von beiden ersetzt und so weiter und so fort. Es ist eine ganz coole Idee. Wie gesagt, Timespy Remastered für Innistrad nur halt 10 Jahre zu früh. Ja, so könnte man es beschreiben. Auf jeden Fall, dieses neue Set kommt zu WPN-Stores am 28.01.2022, also im Januar, Ende Januar, erwartet euch das. Tatsächlich eine Woche vorher, am 21. Januar 2022, findet ein Preview-Event statt, wahrscheinlich so eine Art Pre-Release oder Special-Event, wo die Leute hinkommen können, das schon mal vor eigentlichem Release draften können. Das wird es auch eine Promo geben, Endless Ranks of the Death, 4-Mana Enchantment mit dem Text: At the beginning of your upkeep, create X22 Black Zombie Creature Tokens with where X is half the number of zombies you control, rounded down. Sehr, sehr also, stark. Absolut. Das ist ein Reprint tatsächlich aus Innistrad 1, glaube ich. Schlag mich nicht, wenn es nicht so ist. Aber es ist auf jeden Fall aus Innistrad. Aber sie ist sehr, sehr mächtig, gerade im Commander. Absolut wahnsinnig. Du legst die und legst einen Zombie und ab dann kriegst du halt immer wieder Zombies und Zombies und Zombies und du kriegst einfach gratis Zombies. Das ist richtig stark. Ja, das glaube ich. Also ich wollte gerade ein bisschen den Vergleich suchen mit Bitterblossom oder sowas, aber das ist natürlich nochmal deutlich stärker, weil sie es halt ja quadrupelt in der Anzahl sehr, sehr schnell. Und die gibt's quasi, wenn ihr daran teilnimmt. Ich weiß nicht, ob als Gewinn oder als Teilnehmer-Promo, aber auf jeden Fall gibt's die Möglichkeit, die dann zu bekommen. Innistrad Double Feature, wird das was sein, wo du mal mitdraften würdest? Oder ist das was, wo du sagst, nee, das ist mir irgendwie zu komisch? Ich fänd's cool, wenn's nicht nächstes Jahr im Januar rauskommen würde. Was soll denn das? Wir haben jetzt ein Set rausbekommen, jetzt im September. Oder? September, Oktober? Ja, genau. Jetzt kriegen wir eins in Ende Oktober oder Anfang November. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube Anfang November. Dann haben wir wieder einen Monat, wo irgendein Produkt kommt. Keine Ahnung, 20.000 Secret Layers. Dann haben wir im Januar dieses Double Feature, wo du praktisch dasselbe Set nochmal verkauft bekommst, was du vor 2 Monaten und vor 4 Monaten verkauft bekommen hast. Ja. Und im Februar steht uns ja schon der neue Block an. Du darfst ja nicht vergessen, im Februar haben wir, wenn ich es richtig im Kopf habe, Kamigawa. Ja, Neon Kamigawa. Das ist halt, Neon Dynasty. Ich fände es so cool, wenn sie dieses Double Feature einfach als zusätzliches Produkt für die VPN-Stores zum Kaufen zum Release von Crimson Vow oder von mir aus 2 Wochen später nach Crimson Vow den Leuten dann geben würden. So interessiert sich doch dann kein. Ich wollte jetzt gerade böse Wörter sagen. Es muss doch niemand mehr dafür. Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich finde es halt irgendwie auch. Ich meine, warum sie es gemacht haben, ist irgendwo offensichtlich. Sie haben kein Produkt für Januar. Deswegen mussten sie halt noch ein Produkt irgendwie entwerfen für Januar. Mhm. Aber das Problem ist, das ist eigentlich das falsche Produkt. Das ist das Produkt, was jetzt zu Halloween rauskommen sollte. Und halt nicht zur Weihnachtszeit oder zu Schneeliegezeit im Januar. Deswegen, wenn sowas käme, ich sag mal, der früheste Zeitpunkt, wo es logisch Sinn machen würde, wäre nächstes Jahr zu Halloween. So von wegen, hey, wisst ihr noch das Horror-Set letztes Jahr? Lass uns das doch jetzt noch mal reviven. So. Vor allem, weil es ja dann immer noch im Standard ist, ohne Probleme. Und dann noch ein Jahr im Standard bleiben würde. Also das wäre ein ideales Feature gewesen. Oder halt, wie gesagt, jetzt direkt, aber im Januar. Naja. Ja, also ich weiß noch nicht, ob ich es vielleicht draften würde. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit für Leute, die. Bitte? Ich will es auf jeden Fall draften. Ich habe mega Bock darauf. Und ich will es ja tatsächlich spielen. So ist es ja nicht.
Ich habe ja mega Spaß dran. Ich habe ja auch an den Mystery Booster Convention Edition, an den normalen Mystery Booster, auch an Zendika, an Timespire Remastered. Ich habe es zusammen gedraftet. Das ist wahnsinnig cool. Aber die Promotion-Aktion zeigt mir halt schon wieder, das ist so eine absolute Totgeburt. Ja, das stimmt schon. Also ich habe auch Bock, es zu spielen und es ist, glaube ich, eine ganz gute Gelegenheit für Leute, die jetzt vielleicht aktuell Standard nicht, noch nicht drin sind, aber dann halt später nochmal dazukommen, ein paar Midnight-Hand-Karten nochmal mit aufzugreifen. Aber mal gucken, wie es wird. Wir müssen mal gucken, erstmal, wie Crimson WoW wird. Und das ist ja auch erstmal eine spannende Frage. Das zweite Produkt, was wir angekündigt bekommen haben, ist Commander Collection Black, was eine ja schon voraussortierte Wahl an Karten einfach bereitstellt. Das ist quasi, ihr könnt es euch vorstellen, wie eine Secret Lair, nur mit mehr Karten drin und halt im Local Game Store. Die Karten, nur zur Auffrischung, damit ihr wisst, welche drin sind, sind einmal Ghoulcaller, Geeser, Ophiomancer, Phyrexian Arena, Reanimate, Toxic Deluge, Soul Ring, Command Tower, Liliana, Heretic Healer und ein Snake Token, ich glaube von der vom Ophiomancer. Und diese Karten, genau, und diese Karten wird es auch zu kaufen geben, ebenfalls am 28. Januar 2022. Dazu wird es auch ein Event geben, und zwar am Wochenende vom 28. Januar, und zwar vom 28. bis zum 30., wo wir, ich glaube, zum ersten Mal Commander-Partys bekommen werden, wo wir noch nicht so hundertprozentig wissen, was das jetzt genau sein wird. Also es ist immer der Punkt mit Storytelling mit drin, Storytelling through playing Commander at your BPN Premium Store. Und wir haben ja schon mal Mutmaßungen gemacht, was es sein könnte, dass es halt irgendwie vorgegebene Decks oder sowas halt geben wird. Aber auch dazu gibt's eine Promo, und zwar die Conjurer's Closet, 5-Mana Artefakt mit dem Text: At the beginning of your end step, you may exile target creature you control, then return that card to the battlefield under your control. Also ein Flicker-Effekt. Endstep. 17, glaube ich. Genau. Wie siehst du das Produkt und wie siehst du dieses passend zum Release rauskommende Partys-Event? Was haben die sich dabei gedacht, denselben Release-Date zu nehmen? Also, sorry, ja, spart wahrscheinlich Shipping. Keine Ahnung, ich finde es wirklich dämlich hinzugehen und zu sagen, hey, wir haben übrigens an diesem Tag kommen zwei Produkte raus. Das eine hat ein Preview-Event davor und das andere hat ein Release-Event danach. Also ja. Das ist halt, ja, sie haben damit Commander und Draft-Spiele abgedeckt. Wow. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Die Idee von Commander Nights, Commander Parties, wie auch immer sie nennen wird, ist großartig. Wir haben von einem unserer Kunden in Siegen im Fischkrieg, haben wir auch aktuell so eine Commander-Play-Runde, wo die wirklich um Punkte spielen, wo du Punkte dafür kriegst, wenn du irgendwas Cooles machst. Zum Beispiel, du machst den ersten Combat-Damage im Spiel, kriegst du Punkte. Du tötest alle Leute gleichzeitig, kriegst du 50 Minuspunkte oder so. Also und am Ende wird dann einfach geguckt, wer hat denn die meisten Punkte? Oder wer hat denn was Cooles gemacht? Oder einen Sonderpreis oder sonst was? Das ist wirklich cool. Wenn die das wirklich so durchziehen und damit ein cooles Event draus machen, bin ich total fein damit. Hätten die das eine Woche später machen können. Oder keine Ahnung. Im Februar kommt das neue Set, im März. Also das macht mir Angst, dass sie jetzt schon anfangen, zwei Produkte, Zusatzprodukte, am selben Tag zu lesen. Wenn da nicht noch ein Ziegel leer an dem Tag kommt, bin ich enttäuscht. Ja, es ist tatsächlich schon so ein bisschen, dass sie jetzt diesen so ein bisschen den Event-Charakter fahren von Arena, von wegen jeden Tag passiert irgendwie ein Sonderevent oder gefühlt jeden Tag, zumindest jede Woche, und das halt jetzt auch irgendwie versuchen, in Paper durchzudrücken. Aber genau, also wie gesagt, Commander-Partys, wenn es ein cooles Event wird, ist es ein cooles Event für Commander-Spieler. Das will ich gar nicht in Frage stellen, aber ich sehe das ähnlich wie du. Es ist jetzt schon viel für zwei Produkte, die jetzt nicht so hoch auf meinem Radar, auf meiner Watchlist quasi drin sind, wo ich beide denke, werde ich vermutlich skippen oder werde ich mal im Local Game Store, wenn ein Event kommt, mal mitspielen, aber mehr auch nicht. Also es ist jetzt nicht das, wo ich mir bulkweise irgendwie Draftboxen kaufe oder so. Dementsprechend, ja, wir schauen mal. Aber schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr denn findet. Was könnte diese Commander-Party denn sein? Oder haben wir irgendwas übersehen? Und es wird schon angekündigt. Wer weiß. Auf jeden Fall, ja, genau, zwei Promos an zwei Wochenende hintereinander, Ende Januar.
Schreibt es euch in den Kalender, wenn ihr denn so wollt.